Hallo, ihr Kleinen, was macht ihr heute? Oh, ihr macht ein Rennen um die Rutsche? Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Soll ich das Startzeichen geben? Okay, dann. Auf die Plätze. Fertig. Klein Jerry, du musst warten. Gut gemacht, Klein Katie. Tolles Rennen. Aber es war nicht sehr nett, vor dem Los zu starten, nicht wahr, Klein Jerry? Du musst doch nicht beleidigt sein, Klein Jerry. Ist doch nur ein Spiel. Das war nicht sehr nett, Klein Jerry. Warum machst du nicht mit, Klein Katie? Sieht aus, als würde es Spaß machen. Ich glaube, du solltest dich bei Klein Katie entschuldigen. Klein Katie fühlt sich übergangen. Klein Jerry lässt sie nicht mitspielen. Er ist sauer, weil sie ihn im Rennen besiegt hat. Ich glaube, Klein Jerry würde gerne mitspielen, Klein Matt. Klein Jerry, ich glaube, du solltest dich entschuldigen, dass du Klein Katie wehgetan hast. Sie ist schließlich immer noch deine Freundin. Hallo, Klein Frank. Wo ist Klein Katie? Oh, ihr spielt Verstecken. Vielleicht kann Klein Jerry dir ja beim Suchen helfen. Habt ihr schon jemanden entdeckt? Wir haben dich gefunden, Klein Matt. Weißt du, wo Klein Katie ist? Klein Jerry würde sich gerne entschuldigen. Kannst du Klein Katie sehen, Klein Frank? Wir haben dich gefunden, Klein Katie. Klein Jerry würde dir gerne etwas sagen, Klein Katie. Siehst du, das war doch gar nicht so schwer, nicht wahr? Jetzt könnt ihr wieder zusammen spielen. So ist es besser, ihr Kleinen. Ist es nicht schön, wenn man sich wieder vertragen hat? Meinst du, du könntest ein Tor schießen, Klein Katie? Großartiges Tor, Klein Katie. Gut gemacht, Klein Jerry. Und gut gemacht, Klein Katie. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey, ihr Kleinen, was lernt ihr denn heute? Oh, großartig! Tom bringt euch bei, wie man malt. Wie kreativ! Hast du etwas vergessen, Tom? Ihr Kleinen, verhaltet euch ruhig. Tom holt nur schnell einen Schwamm vom Bord.
Ist dir langweilig, Klein Frank? Lass doch mal sehen, was du gemalt hast. Das ist nicht schlecht. Ist das ein Haus? Hey, Klein Tom, was malst du denn heute? Das sieht fantastisch aus, Tom. Das hast du toll gemacht. Hey, Klein Charlie, was malst du? Dir fällt das Malen nicht so leicht, was? Oh nein, du hast Klein Matt mit Farbe vollgekleckert. Ist schon okay, Klein Matt. Ist nur ein kleiner Klecks. Oh nein, was hast du vor, Klein Matt? Oh Himmel, ihr habt einen Farbkampf angefangen. Achtung, passt auf Klein Charlie auf! Pass auf, dass du nicht von der Farbe getroffen wirst, Klein Matt. Sieht so aus, als hättet ihr euch zusammengeschlossen, Matt und Frank. Gute Idee. Hey, ihr Kleinen, Tom ist zurück. Und er ist überhaupt nicht glücklich über die Sauerei. Leute, Tom sagt, wenn ihr nicht aufhört, dann dürft ihr nicht mehr in seine Lackierwerkstatt kommen. Alles klar, ihr hattet euren Spaß, ihr Kleinen, aber jetzt müsst ihr alles sauber machen. Alles klar, ihr Kleinen. Ihr müsst euch die Arbeit teilen. Klein Tom und Klein Charlie. Ihr macht die Wände sauber. Klein Matt und Klein Frank. Ihr kümmert euch um den Boden. Oh nein, fangt nicht mit einem Seifenkampf an, Leute. Ihr sollt einfach nur sauber machen. Ach du liebe Güte. Tom, es sieht so aus, als wäre der Spaß noch nicht vorbei. Viel Glück beim Aufräumen des Klassenraums. Hey.
Ich glaube, die Süßigkeit erwischst du nicht, kleine Amber. Mama? Hä? Klein Ben hat dir einen Streich gespielt. Oh. Aber du kannst die Süßigkeit trotzdem haben. Klein Ben, tust du da, was ich glaube, dass du tust? Das ist aber nicht sehr nett. Limonade kann ganz schön klebrig sein. Oh, das ist nur Sprudelwasser? Ich schätze mal, das ist nicht so schlimm. Oh. Bumba. Aha. Aber schon, ja? Klein Hector, ich glaube, du solltest nicht. Streiche können lustig sein, Ben, aber manchmal werden die Leute ganz schön sauer. Es klingt, als würdet ihr was planen, Leute. Ihr habt eine besondere Überraschung für kleinen Ben? Wegen den Streichen, die er euch gespielt hat? Ich hoffe, es ist nichts Gemeines. Oh. Hey, Klein Ben, oh. Die anderen kleinen Autos haben dir einen Kuchen gebacken. Magst du ein Stück, Klein Ben? Ich glaube, Ben hat Angst, dass ihm ein Streich gespielt wird. Ist das wirklich ein Kuchen? Klein Ben ist kein Dummkopf, Leute. Also war es doch ein falscher Kuchen. Tja, einen Trickser auszutricksen ist nicht einfach, Freunde. Du hast recht. Einfach nicht aufgeben. Was geht, Klein Ben? Du hast recht. Wo sind denn die anderen Kleinen? Hast du mal im Klassenraum nachgeguckt? Hm, keiner da. Oh nein, was ist denn? Ein Gespenst. Ach, ihr seid's. Es war nur ein weiterer Streich. Ich glaube, Klein Ben hat sich ziemlich erschreckt. Ich glaube, das reicht jetzt mit den Streichen heute, Leute. Was meint ihr? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey Leute, warum die Aufregung? Oh, ich verstehe. Klein Matt und Klein Jeremy machen einen Wettbewerb. Auf die Plätze, fertig, los!
Klein Jeremy benutzt das Karussell, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Die Skating-Rampe. Guter Plan. Fantastisch, Matt. Jetzt bist du in Führung. Ganz schön knapp. Matt hat gewonnen. Gut gemacht, ihr beiden. Du kannst immer noch beim Seilziehen gewinnen, Jeremy. Such dein Team zusammen. Okay, ihr Kleinen, ihr müsst auf eurer Seite der Linie kräftig am Seil ziehen. Das Team, das als erstes über die rote Linie fährt, hat verloren. Auf die Plätze, fertig, ziehen! Jeremy, dein Team muss stärker ziehen! Fantastisch, Matt. Zieh stärker. Das ist schon wieder knapp. Oh nein! Matts Team hat die rote Linie überquert. Diesmal gewinnt Klein Jeremy. Sei nicht traurig, Matt. Du hast das Rennen gewonnen. Sieht so aus, als hättet ihr beide gewonnen. Zeit, sich ein Eis zu holen, ihr Kleinen. Meint ihr nicht auch? Schauen wir mal bei Carrie vorbei. Genießt eure Eiscreme, ihr Kleinen. Hallo Mädels, was habt ihr heute vor? Oh, ihr macht Seilspringen? Das hört sich toll an, Mädels. Gut gemacht, Klein Katie. Aber ist jetzt nicht Klein Lilly an der Reihe? Großartig, Klein Lilly. Du hast es geschafft, viermal zu springen. Mal schauen, ob Klein Amber das besser kann. Du bist an der Reihe, Amber. Gut gemacht, Klein Amber. Fünf Sprünge. Mach weiter so. Oh nein, Klein Amber. Alles in Ordnung? Mädels, ihr müsst Klein Amber wieder aufrichten. Hey, Klein Tom, kannst du helfen? Klein Amber ist umgekippt und die Mädchen können sie nicht wieder aufrichten. Das macht ihr super, Leute. Klein Amber, wie geht's dir? Oh, du bist verletzt, Klein Amber? Deine Warnleuchte und dein linker Außenspiegel fallen ab? Klein Tom, kannst du da helfen?
Hervorragend, Mädels. Folgt Tom auf die andere Seite des Spielplatz. Er wird sich um Klein Ember kümmern. Mädels, Klein Tom holt seinen Werkzeugkasten aus dem Klassenraum. Ihr bleibt hier, in Ordnung? Da ist er ja. Hier kommt Tom, Mädels. Beeindruckender kleiner Koffer, Klein Tom. Es wird alles wieder gut, Klein Ember. Keine Sorge. Was kommt als erstes, Tom? Blaue Farbe. Bist du sicher, dass du die brauchst, Tom? Rote Farbe. Gute Idee. Großartig, Klein Tom. Wie geht es dir jetzt, Klein Ember? Was meinst du, Tom? Da ist noch ein Kratzer? Das sieht doch so gut wie neu aus. Nochmals vielen Dank, Tom. Oh, da fehlt noch etwas? Aber natürlich. Klein Embers Warnlicht muss noch repariert werden. Du könntest einen davon gebrauchen, um Klein Embers Warnlicht zu reparieren, Tom? Jetzt müssen wir uns noch um Klein Embers linken Außenspiegel kümmern. Nicht bewegen, Klein Ember. Das ist schnell gemacht. Gut gemacht, Klein Tom. Klein Ember sieht aus wie neu. Jetzt, wo Klein Ember wieder heile ist, hast du Lust, mit den Mädels Seilspringen zu spielen, Tom? Hey, Klein Tom, das machst du ja richtig gut. Wer ist als nächstes? Was meinst du, Klein Ember? Du hast Angst, nochmal zu springen? Aber du brauchst keine Angst haben. Magst du mit jemandem zusammenspringen? Tom, zeigst du, wie man richtig springt? Das machst du toll, Ember. Das war fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Tom. Hallo, ihr Kleinen. Was macht ihr? Oh, ich verstehe. Ihr macht nicht viel, was? Ich habe eine Idee. Warum spielt ihr nicht Verstecken? Großartig. Wer zählt? Okay, gut. Klein Tom, zähl bis 10, während die anderen sich verstecken. Bereit, ihr Kleinen? Los geht's. 1, 2, 3. Gute Idee, Klein Pickel. Tom wird garantiert nicht in seiner eigenen Lackierwerkstatt suchen. Vier. Fünf. Sechs.
7? Vielleicht solltest du in einen Klassenraum gehen. Oh. 8? 9? 10? Ihr solltet euch nicht am gleichen Ort verstecken, Leute. Hier kommt Klein Tom, Leute. Ich hoffe mal, ihr seid gut versteckt. Ist schon okay, Klein Matt. Großartige Idee. Ihr solltet in der Schule nachschauen, ob sich dort jemand versteckt hat. Da ist Klein Francis. Gutes Versteck. Also, wo suchen wir als nächstes? Schaut mal auf den Boden, Leute. Farbspuren. Na, schaut euch das an. Klein Katie hat die Farbspuren hinterlassen. Jetzt müsst ihr nur noch Klein Pickel finden. Wo könnte sie sein? Was könnte das denn sein? Da bist du ja, Klein Pickel. Gut gemacht, Klein Pickel. Du hast dich richtig gut versteckt. Tom und Matt waren sich nicht sicher, was in der Schachtel war, Pickel. Deswegen bist du mit Farbe bekleckst. Na, ich schätze mal, das war's mit Spielen. Ihr müsst zurück in eure Klassen. Bis zum nächsten Mal, ihr Kleinen. Wir sehen uns.